Dvipada Pita ist die Stellung des Thrones auf zwei Beinen, auch der die Zwei-Fuß-Stellung, der Zwei-Fuß-Schemel. Pita wird manchmal auch in manchen Werken als gleichbedeutend mit Asana bezeichnen. So gibt es Dvipadasana und Dvipada Pita. Judith zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage. Von der Rückenlage beuge die Knie und gib die Fußsohlen flach auf den Boden. Dann fasse mit den Händen an die Fußgelenke und drücke das Becken nach oben. So bist du in Dvipada Pita, auch eine Variation von Setu Bandhasana.